Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter hier in der Geistervilla. Wir haben im letzten Part die Superstiefel erhalten, mit denen wir jetzt, genau, so eine Sprungattacke machen können. Und ich weiß nicht, ob das schlecht war. Ich habe hier, glaube ich, im letzten Part eine von den Kisten kaputt gemacht, die ich nicht kaputt machen wollte. Die Frage ist, wie kommen wir denn jetzt eigentlich hier wieder weg? Weil hier war ja so eine unsichtbare Wand. Hier ging es nach unten. Ach, hier ist eine Treppe. Alles klar. I understand, I understand. Okay. Hier haben wir jetzt überall Kisten. Da unten durfte ich nichts kaufen. Das ist mir noch verboten. Sehr schön. Super Pilz ausgezeichnet. So, warte, zack. Manchmal ein bisschen schwierig einzusetzen, die Super Boots. So, die Frage ist jetzt halt auch, skillen wir jetzt wieder um, weil wir jetzt stärker sind mit unseren Boots? Ist das pragmatisch, umzuskillen? So, pass auf, ich will hier nochmal drauf springen. Zack. Okay, hat sich gelohnt, denn wir bekommen ein Ahornsirup. 10 BP, das ist gut. Okay, jetzt hier wieder runter. Und hier hinten wieder hoch. Ja, wir könnten jetzt theoretisch neue Orden anlegen. Ihr habt mir auch gesagt, ich soll am besten nochmal zurückgehen und in den Wald. Und da gibt es irgendwo einen lachenden Baum und da soll ich rechts gehen. Da gibt es nochmal einen Raum mit einem Orden. Ist es jetzt so einfach, wieder zurückzugehen? Ich würde erstmal das Schloss hier... Oh, da ist eine Kiste. War die vorher schon da? Gott. Achso, das war diese Fake-Kiste. Verstehe. Okay. Ist es jetzt so einfach, zurückzugehen? Ich glaube nicht, ne? Ich würde erstmal die Villa hier abschließen. So, jetzt ist halt die nächste große Frage. Wir haben jetzt die Schuhe. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwas mit diesen Schuhen machen, denke ich. Ich weiß leider gar nicht mehr. Hier wahrscheinlich, oder? Das Ding? Ja, okay. Ergibt Sinn. Jetzt sind wir in der Bücherei. Oh Gott. Kann ich da rüber? Ja, nö. Aber da ist einer. Nein, ich hätte darüber fliegen können, ne? Das ist doch ein Orden. Ich hätte, glaube ich, darüber fliegen können, okay. Und hier hätte ich drauf springen können. Ja, okay. Im Nachhinein betrachtet, wäre das, glaube ich, möglich gewesen. Kann ich eigentlich mit ihr auch diese Kisten sprengen? Komisch, dass das nicht geht. Aber mit einer ordentlichen Arschbacke kann ich das. Ist klar. Hä, wo bin ich denn jetzt? Okay, ich glaube, das ist auch einfach nur so ein Bonusraum, ne? Ha. Okay, warte. Wir holen uns kurz den Orden. Dann springe ich da nochmal auf die Kisten oben drauf. Da ist bestimmt auch noch was drin. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Hier habe ich ja auch noch Kisten. Die muss ich auch noch alle kaputt machen. Weil es Spaß macht. So, zack. Zack. Und... Ja. Bam. Ein Apfel. 5 KP. Okay, wir sind voll. Das ist schlecht. Mich nervt, dass ich... Apfel wurde weggeworfen. Ja, komm. Dann ist es halt so. Der verschwindet auch gleich. Da ist noch ein Apfel drinne. Okay, da passiert nichts. Und da ist auch nichts drin. Okay, gut, wir fliegen mal darüber. Ich glaube, das ist dann doch eher so gewollt, ne? Dass ich darüber fliege, über Abgründe. Sehr schön, und da kriegen wir einen Orden. Der Buß Porträt. Ach nee, Porträt eines alten männlichen Buß. Ach so, ah okay, stimmt, das sollte ich ja finden. Schon wieder vergessen. Und ich hätte, ja, ich hätte hier drauf hüpfen können, ne? Ich hoffe, da ist nichts drinne. Oder da ist so nichts drinne. In den zwei Kisten. Was jetzt so essentiell ist, dass ich das nochmal machen müsste. Ich hoffe nicht. Ja, das war super. Gumbario. Zack. Oder wollen wir nochmal schnell gucken? Ach, da ist nichts drinne. Nee. Nee, nee, da ist nichts drinne. So. Ich hab's beschlossen. Ich habe beschlossen, dass da nichts drinne ist, Leute. Gut, können wir denn
Okay, das hier ist das Porträt. Können wir denn noch irgendwas mit unseren neuen Schuhen machen? Ich gucke mal schnell in die Räume rein, aber ich glaube, noch eine Sprungplatte habe ich nicht gesehen. Oder eine Bodenplatte. Ah, sorry. Da musste ich mal niesen. So, und da hinten in das Gemälde sollte das, glaube ich, rein, ne? Nee, auch hier ist nichts weiter drin. Okay, dann sind wir, glaube ich, erstmal durch mit der Villa, soweit. Ich hoffe es zumindest. Und hier können wir jetzt Buß Podré reinhauen. Was passiert? Schon viel besser. Es ist schön, nach so langer Zeit wieder in meinem Rahmen zu sein. Also gut, ich helfe euch, ins zweite Stockwerk zu gelangen. Spring einfach in das Bild, ich kümmere mich um den Rest. Oh, geilo. Bestellt Bu, schöne Grüße von mir. Mach ich. Ist hier noch irgendwas? Gott. Eins, zwei? Zwei Türen. Ich gehe erstmal in die erste, oder? War es die falsche? Endlich bist du da. Du hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Ich habe dich getestet, um herauszufinden, ob du deinem Namen gerecht wirst. Wie waren die Tests? Hart? Lady Boo. Mein Name ist Boo. Es freut mich, dich endlich kennenzulernen. Ich bin Boo Hudler. Der Butler. Boo Hudler. Ich bin Lady Boos bescheidener Diener. Der Grund, warum ich euch hierher gebeten habe, ist der. Ich muss euch um einen Gefallen bitten. Boo Hudler, instruiere ihn. Instruiere? Natürlich, meine Lady. Mario, kennst du einen Ort, den man Windige Schlucht nennt? Inmitten der Schlucht erhebt sich ein Hügel und darauf thront das Schloss von Tuba Bluba. Er ist ein Monster und er ist Geister. Buhus sind seine Lieblingsspeise. Viele unserer Freunde hat er bereits verschlungen. Wir haben versucht, dieses Ungeheuer zu bekämpfen, um unsere Freunde zu retten. Doch Tuba Bupa ist viel zu stark für uns. Wir Buhus können nicht mal einen Kratzer an ihn anfügen. Er scheint unbezwingbar zu sein. Deswegen nennt man ihn auch den unbezwingbaren Tuba Bluba. Doch es besteht noch Hoffnung. Wenn die Gerüchte wahr sind, dann hat Tuba Bluba ein Geheimnis, das er streng bewacht. Und das Geheimnis ist vermutlich etwas, das auf seinen Schwachpunkt schließen lässt. Nun denn, Mario, ich will, dass du sein Geheimnis herausfindest und ihn besiegst. Das wirst du doch tun, oder? Natürlich werden wir dich für deine Dienste belohnen. Schaffst du es, Tuba Bluba zu besiegen, so sollst du das hier haben. Mario, tut mir leid, dass wir uns in solch einer Situation treffen müssen. Mein Name ist Professor. Ich konnte aus Tuba Blupas Schloss entfliehen, jedoch war ich sehr geschwächt, als ich es endlich geschafft habe. Deshalb konnte ich nicht sofort in den Himmel schweben. Ich wollte mich auf dem Weg zum Sternschnuppengipfel machen, um von dort aus den Sternhafen zurückzukehren. Doch leider habe ich mich im Wald verirrt. Als ich nach einem Ausweg gesucht habe, wurde ich von einem Buhus gefangen und jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was denkst du, Mario? Ist doch kein übles Geschäft. Um diesen Stern zu retten, hättest du ohnehin gegen Tuba Bluba kämpfen müssen. Auf diese Art hilfst du auch gleichzeitig uns Buhus. Und außerdem werde ich mit dir gehen. Ich werde dir helfen, wie niemand sonst es vermag. Meine Lady, was habt ihr eben gesagt? Ihr in Tuba Blubas Schloss? Das steht nicht zur Debatte. Ich kann es nicht billigen, dass ihr euch selbst in solche Gefahr begebt. Sei still, Bapu Hudler. Ich habe schon zu viel Leid gesehen, das Tuba Bluba verursacht hat. Ich will mit eigenen Augen sehen, wie er dafür bestraft wird. Außerdem wird mich Mario brauchen. Ohne meine Kräfte kann er das Schloss unmöglich erreichen. Oh, nun denn, Lady. Ich, Hudler, werde euch begleiten. Es ist meine Pflicht, darauf zu achten, dass man euch kein Leid zufügt. Die Ahnen verlangen es so. Ich werde immer an eurer Seite sein. Hör auf mit dem Unsinn! Ich bin kein Kind mehr. Ich kann selber auf mich aufpassen. Du wartest hier auf meine Rückkehr. Na, Lady. Jetzt ist die mein Team, oder was? Bist du damit einverstanden, Mario?
Ich werde dich begleiten, bis wir Tuba Pluba besiegt haben. Buu gehört zum Team. Ob es dir passt oder nicht. Drücke, um das Team unsichtbar zu machen. So wird euch niemand bemerken. Bist du transparent, gehen Gegenstände durch dich hindurch. Bewegst du dich schnell oder drückst, wirst du sofort wieder sichtbar. Im Kampf kann sie mit Ohrfeige den Gegner Respekt einprügeln oder mit unsichtbar eine Runde lang das Team vor jeglichen Angriffen schützen. Interessant. Also gut. Tuba Pluba ist dem Untergang geweiht. Uahahaha. Interessant. Sehr interessant. Okay. Haben wir hier noch irgendwas in den Ecken? Sieht erstmal nicht so aus. Okay. Ja, also wir können uns jetzt unsichtbar machen, ja? Hä, aber... Ich dachte, wenn ich mich langsam bewege... Geht das noch, oder nicht? Ach so, es ist eine Doppeltür, alles klar. Also wir werden so oder so hier in dem Raum rausgekommen. Ju, dann sind wir hier ja fertig, theoretisch. Oh Gott, Mario. Selbstmordsprung einfach. Frage. Jetzt kann ich doch bestimmt im Shop unten einkaufen und verkaufen, oder? Ich habe gerade so viele Sachen bei mir. Die würde ich gerne losbekommen. Und hier kann ich... Nö. Leider nicht. Ja, halt aktuell ist sie nicht gebufft, ne? Das ist halt schlecht. Deswegen werde ich sowieso jetzt erstmal ihn nehmen. So, dann einmal hier runter, bitte. Und dann kann ich doch bestimmt im Shop jetzt kaufen, oder? Das müsste doch jetzt gehen. Oder, mein Lieber? Willkommen in Buhus Laden. Womit darf ich den genau verkaufen? Lagern? Ich kann 32 Items lagern. Okay, was könnte ich denn lagern? Ein Superpilz? 10 KP? Schneepuppe. Ich werde mal die Pilze lagern. Weil die kann ich ja später theoretisch noch kochen. Powerblock. Den Wackerkick lade ich auch mal. Lager ich mal. So. Was kann ich kaufen? Schneepuppe. Brauchen wir nicht. Ahornsirup. Ein Lebensretter. Stellt 10 KP her, wenn Mario besiegt wird. Ist schon geil. Mysterium. Nehmen wir mit. Für eine Münze, klar. Vielen herzlichen Buu. Was? Ach so. Das ist jetzt einfach ein Item und das kann ich zufällig einsetzen, oder wie? Okay. Okay, will ich noch was verkaufen? Mysterium. Was es bewirkt? Keine Ahnung. Find das heraus. Ja, wir gucken mal. Wir werden es dann mal einfach einsetzen. Ja, den Rest behalten wir einfach mal. Okay. Vielen Dank. Gut, dann würde ich sagen, wollen wir nochmal in den Wald gehen? Ich glaube, das ist eine nette Idee. Mit Koopa an unserer Seite. So. Denn, wie gesagt, ihr habt ja erzählt, wir können da noch einen Orden finden, wenn ich bei dem lachenden Baum nach rechts gehe irgendwie. Und den würde ich mir auf jeden Fall gerne holen. Das wäre schon cool. Also wie gesagt, wir versuchen das Game auf 100% zu bringen. Falls es irgendwie Sachen geben sollte, die passieren, wo ich dann das nicht einhalten kann, dann ist es leider so. Wie gesagt, es ist ja trotzdem ein Blind-Projekt. Dementsprechend kann es halt trotzdem passieren, dass da vielleicht nicht auf ganz 100% gespielt wird. Wir versuchen aber so viel wie möglich mitzunehmen. Das ist auf jeden Fall das Ziel. So. Und ich denke, bis jetzt sind wir da auf einem ganz guten Weg. So. Wir gehen nochmal zurück in den Wald. Und ihr meintet irgendwo... Nein, wow, Käfer, geht weg von mir. Ich habe mich in diesem Gruselwald verirrt. Ich fürchte mich. Was? Ach nö, nicht der schon wieder. Mario, und dann, ich meine... Ah. Oh Junge, hast du ein Pech schon wieder in mich rein zu stolpern? Hey Mario, sieht so aus, als hätte sich der Kleine verirrt. Hey, halt die Klappe!
Ich habe mich verirrt, nicht verirrt. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Hier kommt dein Schmerz. Mann. Warum das denn? Glaub nur nicht, dass du mit mir so leicht Spiel haben wirst wie bisher. Pass gut auf. Mehr Kraft. Jetzt kann der fliegen. Hahaha. Ja, jetzt geht's rund. Mal sehen, wie dir der neue, verbesserte Junior Trooper gefällt. Echt jetzt? Mann! Warum kommt der denn jetzt? Mitglied wechseln, den muss ich scannen. So, Fähigkeit. Scanner. Das ist Junior Trooper. Ich krieg nicht genug von dem Kerl. Uhahaha. Hat sich unser Jungchen im großen Finsterwald verirrt? Maximale KP 40, Angriffskraft 5 verteilt. Wow, der ist ja richtig stark geworden. Offensichtlich hat er sich Flügel zugelegt und kann jetzt fliegen. Du musst springen, um ihn zu erreichen. Er ist auch ein wenig stärker geworden, also solltest du alle verfügbaren Items einsetzen, um ihn zu schwächen. Er ist wirklich relativ stark, ne? Shit. 5, Alter. Heilige Scheiße. Okay, wir machen einen Power Jump. Na toll. Und eine Kopfnuss. Okay, Doppeltreffer. Alter, macht der Schaden. Heilige. Wollen wir mal ein Item einsetzen? Ich würde mal einen Voltupilz einsetzen. Mal so zum Testen. Was da so passiert. Mario versprüht vor Energie. Er kann... Was? Keine Ahnung. Kopfnuss. Let's go. Hat er gerade einen Schaden bekommen? Das ist ja nix. Was zur Hölle? Schneepuppe, Honigsirup. Mysterium, keine Ahnung. So, was kann ich wiegen? Schläfe Gegner ein, Erfrischung. Fokus. Okay, wir machen weiter. Mann, ich krieg's irgendwie nicht auf die Ketten, ne? Bei ihm treffe ich jedes Mal. Shit, jetzt muss ich auf jeden Fall heilen. Gefahr, Gefahr. Gefahr im Vollzug. So, wir machen Erfrischung. Ja. Das sollte erstmal reichen. Um mich ein bisschen zu stärken. So, und dann geht's weiter. Also der ist auf jeden Fall relativ stark, der Typ, ne? Jo. Schön geblockt. Kriegt noch nicht ganz so viel. Items. Ich nehme mal einen Superpilz. Sonst dauert das hier noch ewig. Und theoretisch, ich müsste ihn mal wieder austauschen. Er macht halt echt wenig Schaden. Okay, was machen wir jetzt? Soll ich ihn austauschen? Ich glaube ja. Ich tausche ihn aus. Mitglied wechseln. Kann fliegende Gegner angreifen. Ich glaube ja, ich nehme ihn. So. Fertigkeiten. Panzerwurf rammt einen fliegenden Gegner. Ja. Bam, Alter. 5 Schaden. Jawohl. Oh, mein Voltupilz hat nachgelassen. Hey, der ist voll schlecht, dieser Voltupilz, oder? Ich glaube, das wäre eher was für die Masse gewesen. Ich glaube schon. So, das ist schlecht. Ich kann mich gerade nicht heilen. Gegen alle Gegner liegt Schalentiere flach. 10 BP nützt mir halt gar nichts. Honigsirup stellt 5 BP wieder her. Ist alles unnütz für mich. Erfrischung. Let's go.
Ist das Einzige, was ich gerade machen kann, was irgendwie Sinn ergibt? Shit, ey. Ganz schlecht. Okay. Panzerwurf. Let's go. 5 Schaden. So, ich bin gleich tot, ne? Das war's gleich. Mysterium. Das ist das Letzte, was ich machen kann, wo ich vielleicht einen Heal bekomme. Ah, toll. Oh. Das ist auch nicht schlecht, oder? 5 Schaden? Sind das nicht 5 Schaden? Oh. Geil. Boah, das ist knapp, ey. Verdammt, ey. Das war richtig knapp. Also ich muss sagen, das hätte auch richtig in die Hose gehen können. Verdammt, nein, verdammt. So, ich gehe wieder zurück. Scheiße, ich muss mich heilen. Jo. War jetzt eigentlich nicht so geplant, ne? Damit ist der Part aber auch zu Ende, Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge nochmal gucken nach dem Orden. Ansonsten, ich glaube, nach rechts geht es dann weiter in der Story. Hoffe ich zumindest. Gut, das war's von mir. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal zu Paper Mario. Tschüssi, Leute.